Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Deal With. Wir sind am Start heute mit der 18. Episode und mit einem richtig genialen Stürmer, den ihr bereits im Thumbnail sehen könnt. Es geht um den nächsten Hattrick-Hero, es geht um Andrea Belotti, das italienische Supertalent, wenn man es auch so nennen mag. Eigentlich ist er mittlerweile schon ein ausgereifter Stürmer bei den Leistungsdaten, die der junge Mann aufs Papier zaubert. Geniale Karte in Ultimate Team, genialer Spieler in Realität und wir wollen schauen, ob der heutige Gegner mit ihm dealen kann. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde ich mich tierisch drüber freuen. Abonniert den Kanal kostenlos unter diesem Video, der rote Button, um keine Videos mehr zu verpassen in Zukunft. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch die Videobeschreibung auscheckt. Links zu IG Vault, 6% Rabatt mit dem Kaufbox Gaming TV auf eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Guthaben. Dazu gibt es da mein Merchandise und selbstverständlich auch meine Social Media Links, Instagram und Twitter. Checkt die auf jeden Fall mal. Wir sind kurz vor 13.000 mit 12.800. Zwar schon länger, aber das ist egal. Also auf jeden Fall auschecken. Ich will die bis April. Ja, ich bin nicht optimistisch. Aber egal, wir gucken uns einmal kurz das Team an, den wir heute spielen, und zwar mit Diego Alves im Kasten, davor dann der Kollege Eliaquim Mangala, Patrice Evra, dazu Laurent Koscielny, alles so schwierige Namen, Seamus Coleman, dazu Mohamed Elneny, Giacomo Bonaventura, es wird nicht einfacher, Jorginho, Philippe Anderson, Andrea Belotti, wie angesprochen, und Mohamed Salah. Unser Belotti hat hoch Arbeitsraten, das nicht so schön, ein bisschen wie Cavani, der ja auch ehemals bei Palermo gespielt hat, da wo der junge Mann auch herkommt, 1,81 groß, 85 Füße und Dribbling, 87 Shooting, 82 Tempo, 71 Passen. Wir kommen später zu den Ingame-Stats, aber für einen 23-Jährigen ist das schon ziemlich ordentlich, würde ich mal so behaupten, mit seiner, ich glaube, dritten Informkarte. Ich suche einen Gegner, Bamonos. Der Spieler hier vor in dem Screen war Gabriel Jesus, den hat er, Überraschung, nicht. Dafür Umtiti, Lloris, dazu Valencia, Bailly, Jordi Alba, Matuidi, Movemba, Tolisso, Conte, Gabriel Jesus wants to watch, Martial und natürlich noch Kollege Sterling. Unglaublich starkes Team, ich habe ein bisschen Angst. Mal schauen, was Belotti gegen die beiden den Verteidiger machen kann. In-Game-Sets könnte haben 91 Positioning, das macht so mal ein bisschen die Arbeitsraten weg. 90 Finishing ist auch sehr gut, 83 Sprintgeschwindigkeit kann man mit arbeiten dazu. 87 kurzer Pass, wo auch immer die hier kommen. 86 Schusskraft, 88 Elfmeter, 85 Volleys. Ganz wichtig, 88 Jumping, 85 Körperstärke und 96 Kopfballpräzision. Das kann er dementsprechend. Mal sehen, ob wir das direkt einsetzen können. Jawohl! Erste Flanke, Evra, und sofort ist Belotti da. Nicht mal richtig hingeguckt, weil wir uns auf den Screen konzentriert haben. Mit wir sind meine Wenigkeit und ich gemeint. Aber das macht nichts, weil Belotti direkt das 1-0 macht. Herrlich! Boah, schöner Turn, denn der Ball in der Mitte gespielt auf Salah. Den kann er nicht reinmachen. Ja, war ein bisschen schlecht auf dem falschen Fuß, aber das sah trotzdem an sich gut aus. Belotti schießt natürlich nicht die Ecke, auch wenn er mit 72 Freischusspräzision nicht so schlecht dasteht, sondern Giacomo Bonaventura auf dem ersten Pfosten und da steht Andrea Belotti. Da kommt er sogar ran, das wäre fast das 2-0 gewesen. Ihr seht also, in der Luft ist der Typ eine absolute Maschine. Und wir haben in der Tat ein gutes Team, um das auszunutzen, denn unsere Flügelspieler können recht gut flanken, inklusive der Außenverteidiger, das ist Philippe Anderson. Der ist der Einzige, den ich nicht so bevorzuge, weil der eben kein Linksfuß ist. Flanke kommt trotzdem und Belotti kommt nicht ran. Aber anscheinend war Belotti doch... Wahnsinn. Und Wahnsinn, wie schlecht der Abschluss von Lloris war. Doppelpack, Belotti, so schnell kann das gehen. In Realität, für seinen Inform hat er den Hattrick in 5 Minuten geschossen, glaube ich. Hier macht er immerhin schon mal einen Doppelpack in den ersten 15, was in Ultimate Team definitiv eine Leistung ist, innerhalb von 13, um genau zu sein. Sehr, sehr stark. Natürlich gibt es viele vergleichbare Karten in der Serie, aber dafür, dass der so biestig ist und 85er Rating hat, kostet er mit seinen 20.000, ups, mit seinen 25.000 momentan noch, aber ich denke mal, er wird vielleicht auf 20 runtergehen. Echt nicht viel. Das war jetzt mal schwach gemacht und Martial hat die Chance und Martial macht den Anschluss. Schöner Ball auf Salah. So, Salah ist schnell und hat jetzt keinen Platz mehr. Belotti läuft doch nicht ideal, aber an sich wäre das eine gute Flankengelegenheit gewesen. Nur da sieht man mal wieder, wie overpowered Bailly ist. Wir alle wissen, wie schnell Salah ist und Bailly hat einfach überhaupt keine Probleme, da auch nur ansatzweise abgeschüttelt, nicht abgeschüttelt zu werden. So, war richtig. Und jetzt ist Jesus gefährlich. Aber gut von Mangala. Das war ja mal absolut miserabel von meiner Innenverteidigung. Was war denn da los? Also das, die lassen den einfach durchlaufen, ohne ihn irgendwie mal ansatzweise stoppen zu wollen. Das sieht man jetzt hier natürlich in der Situation nicht mehr. Und Diego Alves, ich hätte wirklich Umtiti und Ter Stegen nehmen sollen, auch wenn ich sie beide nicht mag. Belotti, naja, war zumindest mal ein Abschluss. Longshots kann er nicht so gut, aber wir müssen langsam mal wieder reinkommen in die Partie. Vielleicht macht Lloris uns das Ganze ein bisschen einfacher.
Sehr schön gemacht von Anderson. Ball in der Mitte auf Belotti. Leider halt auch nur drei Sterne Weak Foot, deswegen das wahrscheinlich sowieso nicht geklappt hätte. Das ist ja wohl ein klarer Elfmeter. So ist es. Jorginho wird gefoult von, ich weiß gar nicht wem. Wer ist denn das? Umtiti? Das kann nicht Umtiti sein. Dafür sieht das so unrealistisch aus. Wobei, war das? War I. Oh, da. Hatte ich auch anders in Erinnerung. Aber okay, dicke Chance für Belotti, hier das 2 zu machen und vor allem seinen persönlichen Hattrick zu schnüren. Macht er aber nicht. Oder macht das doch? Oh, Außenpfosten. Ja, ey, ich weiß auch nicht, warum immer nach rechts schießt. Jeder schießt immer nach rechts. Das ist. War aber auch gut gehalten. Salah, das war richtig klasse gemacht. Quergelegt, Belotti, da ist der Hattrick. Na, Gott sei Dank. Natürlich quergelegt, weil Belotti da stand. Normalerweise hätte ich selbst abgeschlossen. Ich denke mal, das wisst ihr. Aber wir sind hier bei Deal with Belotti. Und dementsprechend muss der, nachdem man Elfmeter vergibt, so ein Ding wenigstens reinmachen. Fürs Selbstbewusstsein. Aber die Aktion war klasse. Schön hochgenommen von Salah. Ja, Übersicht behalten. Herrlich. Die Haare von Elneny. Sehr unglaublich schlecht animiert. Oder sieht einfach nur mega lustig aus. Kann beides sein. War auf jeden Fall gerade mal eine Erheiterung in diesem sonst sehr tristen zweiten Durchgang bisher. Der aber auch gerade mal 3 Minuten hält, das Gefühl. Oh, schöner Pass auf Belotti. Belotti im 16er. Oh, Gottes Willen, Alter. Junge, du musst das Ding aus dem Stadion schießen. Reinmachen reicht doch. Und so viel Kraft hatte der Schuss nun wirklich nicht. Also nicht so viel, dass man so rüberhauen muss. Aber da war wohl ein Huckel im Rasen. Ja, da war kein Huckel im Rasen. Das, ja, das war wieder scheiße verteidigt. Schade. Oh, Alter, ey, es ist so schlecht. Das ist doch unglaublich. Also, ja, natürlich wieder scheiße verteidigt. Warum auch immer da niemand steht. Beziehungsweise, ja, gut gespielt, auch gut gespielt. Aber ey, guckt euch das an, der wirft sich aus dem Weg. Darf man natürlich wieder nicht mehr sehen. Mein Gott, ey, das ist so ein Spiel, das darfst du einfach nicht verlieren. Aber da sieht man halt wirklich die Spieler, also der Gegner sowieso, na, wobei geht. Aber die Spieler da vorne haben halt einfach Pace ohne Ende und sind halt echt nicht schlecht. Gerade Jesus. Martial sowieso nicht und der Squad-Building-Chat, alle nicht. Jorginho, komm mal. Ey. Antizipiere jede einzelne Aktion von ihm und er bleibt trotzdem am Ball. Und macht trotzdem, nee, Gott sei Dank, weil ich den Schuss geahnt habe und weil Alves natürlich nichts hält. Gar nichts. Der ist so eine Pflaume. Ich weiß nicht, warum ich mich jedes, nicht nur jedes Jahr, sondern jedes Mal gefühlt bei jeder zweiten Deal with Episode, wieder von seinem Rating und von seiner an sich gut aussehenden Werten täuschen lasse. Absoluter Bullshit. Der kann nichts, weil der nur Reflexe und Hechten hat. Und was ist das denn? Das ist doch keine Flanke, Alter. Das kann ich verbessern. Stark von Belotti. Jetzt holt er sich schon seine eigenen Chancen hier. Salah kriegt den Ball wieder nicht in der Mitte. Belotti, Belotti, Belotti. Ach mein Gott. Ein bisschen mehr Druck, Junge. Vielleicht jetzt gleich wieder. Komm. Das ist doch einfach nur lächerlich. Der kann nichts. Okay, das liegt natürlich auch an FIFA, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das ist dieses Jahr sowieso so schwachsinnig gemacht mit dieser Animation. Egal, wo du hindrückst, er spielt sowieso nicht dahin. Man muss Belotti denn ausgerechnet, das habe ich, das spreche ich in so vielen Videos an in letzter Zeit, weil es mir so hart auffällt, das passiert meinen Gegnern nie. Nie bleibt einer von deren Spielern liegen. Warum meine? Das ist so Schwachsinn. Junge, nimm den Ball auch noch schlechter an. Oh Gott, ja, ich weiß, es ist Koscielny, aber es klappt nichts mehr im zweiten Durchgang, gar nichts. Belotti, Belotti, das ist nicht wahr, Alter. Mach den doch einfach rein. Von Bonaventura habe ich übrigens nichts gesehen. Nichts, gar nichts. 2 Standards hat er reingebracht, ansonsten hat er nichts gemacht. Ich habe gar nicht gemerkt, dass er auf dem Platz war. Belotti hat sich da gefühlt schon wieder Warum springst du vor meinem... Warum? Ihr habt es gesehen. Ich werde es hier nochmal einblenden. Warum springt der Spieler, den ich nicht steuere, vor Mangala, den ich steuere, der viel freier und besser steht? Hey, Eigentor. Fuck my life. Gebt mir das auf den Keks, Leute. So ein Spiel musst du nicht verlieren. Schon gar nicht gegen so eine Bratwurst von Gegnern. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Gut war der nicht. Der hat einfach nur Glück, dass seine Pässe durchgekommen sind. Ja, das ist echt nervig. Weil so ein Spiel, das schmälert vor allem so in gewisser Weise die Leistung von Belotti. Weil um ihn ging es in der Episode. Und selbst wenn er 11 Schüsse hat und einen Hattrick gemacht hat, gewonnen haben wir trotzdem nicht. Also der Gegner konnte leider Gottes mit ihm dealen. Haben wir gerade in der letzten Szene gesehen. Na, sehr, sehr ärgerlich auf jeden Fall. Aber trotzdem darf das nicht
die an sich Stärke der Karte schmälern, ja. Genialer Spieler, definitiv mit extremen Qualitäten, kopfballtechnisch, im Abschluss und auch dribblingtechnisch. Passt alles, also kauft euch den, wenn ihr italienischen Stürmer braucht. 10,0 sagt einiges aus, trotz dessen wir verloren haben. Ich weiß nicht, wie ein Philippe Anderson überhaupt auf 7 kommen kann. Und ich weiß nicht, wo Bonaventura das ganze Spiel über war. El Neni war viel stärker in meinen Augen. Aber okay, wie gesagt, Belotti kostet kaum was. Kann irgendwie so gefühlt alles. Ich gebe ihm mal 9 von 10. Ja, nee, 8,5 von 10. Weil er bei Torino spielt, die haben nicht so viele geile Links. Aber ansonsten, definitiv eine geile Karte. Das war's von diesem Video. Ein bisschen salzig am Ende. Ist aber, denke ich mal, auch verständlich, wenn man sich diese Stats anguckt. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dann noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis dann, macht's gut, haut rein. Und ciao.